Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Sebastian Güttel vom Autohaus Buhmeister und heute präsentiere ich euch einen Neuzugang und zwar ein BMW X1 S-Drive. Erstzulassung August 2019, hat jetzt mittlerweile 53.500 Kilometer gelaufen, 103 kW, dementsprechend 140 PS Schaltgetriebe. Das Auto steht wirklich sehr, sehr schön da. Als die Dame, die das Auto vorher gefahren hat, das Fahrzeug in Zahlung geben wollte, dachte ich mir, wow, ich wusste gar nicht, dass der X1 so groß ist. Aber wenn man davor steht, ist es ein wunderschöner SUV. Mit Voll-LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer und, wie man schön erkennen kann, PDC vorne. Zur Sicherheit. Ja, wie man es vom BMW kennt natürlich, den Standardgrill hier drinnen. Ich glaube, es wird auch ein Leben lang so bleiben. Ja, Aluminiumfelgen haben wir hier mit drauf, Sommerbereifung. Wer das Auto nachher käuflich erwerben möchte, hat natürlich den Vorteil, dass hier auch Winterkompletträder mit bei sind. Ja, Auto so gut wie komplett in Schwarz gehalten. Sieht für mich sehr, sehr sportlich aus, wenn man hier vorsteht. Die Aluminiumfelgen passen natürlich sehr gut dazu. Wir haben jetzt hier nochmal Keyless-Funktion. Einmal rauffassen, wenn man Schlüssel bei hat, Auto verschließt sich, reinfassen, Auto geht automatisch auf. Und haben natürlich auch einen Startknopf drin, dass wir den Schlüssel eigentlich einmal auch rausholen brauchen. Ja, Dachreling in Schwarz, Türanlässe in Schwarz, wie schon erzählt. Sehr, sehr sportlich kommt das rüber. Dann haben wir die Sitzreihe 2 nochmal abgedunkelt. Hat natürlich den Vorteil, im Sommer erhitzt sich das Auto nicht so schnell und Wertsachen sind auch nicht so schnell erkennbar. Erkennt man vielleicht nicht jetzt gleich, aber gleich, wenn wir reingehen. Wir haben auch ein schön großes Panoramadach mit drin, was bei diesem Fabrikat bzw. diesem Modell sehr, sehr selten ist. Wir haben uns natürlich noch mal vorher das auch alles angeschaut. Ja, hinten die Sitzreihe bzw. Kofferraumklappe auch noch mal abgedunkelt. PDC hinten zur Sicherheit und auch eine Rückfahrkamera. Ja, schön sportlicher Endschalldämpfer, muss ich sagen. Der sieht schon sehr, ja, gewaltig aus. Kommt auch noch mal schön sportlich rüber. Ja, ein Handgriff, wie man schon sehen kann, elektrische Heckklappe mit bei. Wir haben einen schönen, großen, geräumigen Kofferraum. Also Einkauf für die ganze Familie ist hier auf jeden Fall gesichert. Doppelter Boden. Können wir entweder nochmal Wertsachen unterpacken, damit man es nicht so schnell erkennt. Beziehungsweise können wir komplett rausnehmen, falls wir mal in Urlaub fahren, dass dann auch die Koffer wirklich richtig reinpassen. Ja. Ein Knopfdruck. Kofferraum verschließt sich wieder. Also seid ihr auf der Suche nach einem sportlichen SUV für die ganze Familie, seid ihr bei diesem Fahrzeug auf jeden Fall richtig. Von außen wirkt ja schon mal sehr, sehr schön, aber kommt mal mit rein, was uns da erwartet. So, liebe Leute, angekommen im BMW X1 S-Drive. Was gleich auffällt, schön kleines sportliches Lenkrad. Also ich muss echt sagen, es liegt wirklich sehr gut in der Hand. Multifunktionslenkrad mit Tempomat, hier haben wir noch mal die Einstellung fürs Radio. Automatisches Licht. Durch LED natürlich auch. Memory-Sitz vorne auf der Fahrerseite, elektrische Sitze, aber auch auf dem Beifahrersitz. Multifunktionslenkrad, wie schon erwähnt. Dann haben wir natürlich auch Tempomat, wie schon erwähnt, automatisches Licht. Wir haben 2-Zonen Klimaautomatik. Wir haben Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz. Hier haben wir das Infotainment-Paket bzw. das Infotainment mit drin. Navigation, Freisprechrichtung, Radio, USB, Bluetooth, alles mit bei. Ja, wie gesagt, Schaltgetriebe, 6-Gang. Was mir natürlich auch sehr gefällt, muss ich sagen, ist der schwarze Himmel. Wir haben ja einen schwarzen Himmel mit drin. Und wie schon vorhin erwähnt, das Panorama hat das große, was natürlich auch aufmachbar ist. Ja, ich würde sagen, wir haben genug geredet. Wir müssen jetzt Taten sprechen lassen. Und daher müsst ihr herkommen und mit uns mal eine Vereinbarung treffen für eine Probefahrt. Ich hoffe, wir hören uns bald. Euer Autohaus Buhmeister-Team. Mein Name ist Sebastian Güttel. Bis bald. Das Fahrzeug, was ihr gerade gesehen habt, hat euch gefallen oder sagt euch sehr zu, dann ruft mich an. Ihr wollt weitere Videos sehen, dann schaut einfach weitere Videos von uns. Und ihr wollt natürlich auch dabei sein, wenn neue Fahrzeuge ins Haus kommen, dann lasst ein Abo da. Bis bald.